Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Erstmal möchte ich kurz erklären, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop. Wir Menschen haben eine Seele. Unsere Seele ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Und weil göttlich ist, ist auch unsterblich. Das heißt, wenn wir sterben, verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Die Seele hat aber die Erinnerungen, auch die Gefühle. Nicht nur das erinnert die Seele, was erlebt hat auf die Erde, sondern auch karmischen Erinnerungen. Das Ziel ist, glücklich zu sein. Befreit fühlen, befreit von Angst. Wenn die Seele sich glücklich befreit fühlt, dann hat sich von Karma gelöst. Dazu kommt natürlich die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Vielleicht nicht dieses Leben, aber dann im nächsten Leben. Das ist ein Gesetz. Und solange, bis wir noch Aufgaben haben, machen wir die Seelenreise. Und die Seele sucht dann ein neuer Schicksalsweg aus. Es ist vielleicht nicht das optimale oder das schönste Lebensweg ist, aber die Seele braucht das zum Entwickeln. Und ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und wir gehen auf diesem Schicksalsweg. Und ein Geburtshoroskop zeigt diesen Plan, was die Seele ausgesucht hat. Und das ist der ideale Weg, mindestens mal für die Seele ist das ideale Weg. Und dieser Weg nenne ich als goldenen Weg. Wir machen aber Umwegen. Manchmal sind wir sogar in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg. Unsere Seele, und das heißt unsere Intuition, lenkt uns wieder auf dem richtigen Weg zum Gehen. Aber kommen auch Einflüsse von Sternen, die helfen auch, oder Einflüsse von anderen Menschen. Und das sind die Seelenbegegnungen. Sie spiegeln uns etwas Besonderes in die Liebe, Partnerschaft. Und dieser Weg zeigt ein Geburtshoroskop. Das ist wie ein Plan, das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das ist die Sternen, wie die Sterne standen in unserem Geburtsmoment über uns. Das ist wie ein Abdruck davon und zeigt unseren Weg. Das heißt, es ist im Sternen geschrieben. Es steht sogar in Akasha-Chronik. Aber wir haben die freien Willen und wir treffen die Entscheidungen selbst. Wollen wir in diesen Weg gehen oder wählen wir einen anderen Lebensweg? Aber unsere Seele lenkt das schon in richtige Richtung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Mirjada. Liebe Mirjada, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Als erstes zeige ich dein Schutzengel. Dieser Engel herrschte in dein Geburtstag und dieser Engel heißt Lauviach. Und hat die Zahl 11. Engel Lauviach fördert das positive Denken. Er ist der Engel der Freude und Glück, hilft uns Erfolg haben im Leben, schenkt uns Vertrauen, Begeisterung und Lebensfreude, hilft uns im spirituellen Weg zu gehen. Der Tugend ist Sieg. Und jetzt zum Astrologie. Es sind 12 Lebensbereiche.
Es ist nicht alle gleich ausgeprägt, sondern es gibt einen gewissen Unterschied. Aber erstmal schauen wir die einzelnen Lebensbereiche an und auch, welchen Tierkreiszeichen öffnet diese Tor zu diesem einzelnen Lebensbereich. Dein Lagna, ich könnte sagen dein Aszendent, ist die Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die Tierkreiszeichen Fischen ist in Osthorizont aufgestiegen. Du bist ein Kind davon und das begleitet dich bis zum Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, natürlich ist das sehr geschmeidig, weiblich, weich und verträumt. Beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch die Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Diese Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Natürlich, ein Widder neigt dazu, unüberlegt etwas kaufen. Hier handelt es sich um die Finanzen. Also hier ist wichtig erstmal überlegen, soll ich nicht, das ein bisschen bremsen, wo gibst das Geld aus. Und natürlich auf deine Werte stehen. Und das ist schon ein Kämpfernatur. Der dritte Lebensbereich, hier handelt es sich um Schulungen. Hier handelt es sich um Verbindungen über Internet, aber auch Verbindungen zum Geschwister, Verwandten, zum Nachbarn, zum Bekannten. Diese Neugier, vieles Neues zu entdecken in deiner vertrauten Umgebung. Und diese Tür öffnet sich und hat einen Einfluss natürlich auf diesen Lebensbereich mit Tierkreiszeichen Stier. Du liebst diese Gemütlichkeit, auch in die Familie, bei Nachbarn auch. Und wenn das um Nachrichten oder im Internet geht, dann liebst du das Schöne oder Naturfilm. Also diese Gemütlichkeit zeigt sich hier, die Stier in diesem Lebensbereich. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, das ist die Wurzel. Wenn ich das mit einem Baum vergleiche, dann heißt das, das ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Hier sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, hier sind unsere Herkunft, Traditionen und symbolisiert unserem eigenen Zuhause. Diese Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Du brauchst eine Wohnung oder ein Haus, was luftig ist und hell mit diesem Zwillingsenergie. Kann auch bedeuten, dass du öfters mal umziehst. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Deine eigenen Kinder später oder deine Enkelkinder. Aber symbolisiert auch deine Kindheit und deine Kreativität, deine schöpferische Kraft, wie du dein Leben gestaltest und schenkt Lebensfreude. Diese Tür öffnet sich mit Krebs. Das heißt, Kinder, Familie ist für dich sehr, sehr wichtig. Der nächste Lebensbereich ist die Pflichten und Arbeit, aber auch Gesundheit. Hier ist die Tierkreiszeichen Löwe. Das zeigt schon Lebenskraft, wenn du dein Herz achtest. Die Löwe herrscht über dein Herz. Und wenn dich etwas begeistert und bist mit Herz und Seele dabei, dann bist du glücklich mit deiner Arbeit. Wenn das nicht so ist, dann magst du das nicht. Und dein Löwe natürlich möchte herrschen. Also du magst das nicht, wenn dir jemand ständig was befehlt und du musst dich unterordnen. Die siebte Lebensbereich ist der Tor zum Partnerschaft. Das ist dein Geburtsmoment und in diesem Augenblick hast du in diesem Spiegel geschaut, wo dir dein Seelenpartner gezeigt wurde. Natürlich, die Kleinkinder
habe noch diese Erinnerungen, aber das übergeht dann in Unbewussten, aber das Unbewusstsein zeigt das auch. Also intuitiv wissen wir, dass wir einen Seelenpartner haben und natürlich das ist auch dieser Bedürfnis, diese Suche nach dem Richtigen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau, das ist die Reinheit, auch die Ordnung, das liebst du in die Partnerschaft, kann auch bedeuten, dass dein Partner dir dann zeigt, wie du dein Leben in Ordnung bekommst. Und auch eine gewisse Heilung, die Jungfrau-Energie zeigt auch Heilung. All das, was du in früheren Leben erlebt hast, Verletzungen in die Liebe, Partnerschaft, hier mit Jungfrau-Energie kommt dann die Reinheit, diese Bereinigung und auch die Heilung. Der nächste Lebensbereich ist sehr geheimnisvoll, das ist diese Transformation, auch die Gefühle zum Transformieren, wie Angst loslassen, Schuldgefühl, Zweifel, aber bedeutet auch das innere Kraft und hier bei diesem Pluto-Energie liegt auch die Sexualität, diese Sexualenergie und hat auch mit Finanzen auch etwas zu tun und mit Ämtern, Erbschaften, auch wie du mit Ämtern umgehen kannst. Also viele, viele Themen liegt hier und diese Tür öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage und das zeigt die inneren Gleichgewicht, die Gerechtigkeitssinn und auch ein gewisses Glück mit ämtlichen Themen, Unterstützung. Der nächste Bereich ist die Reisen, das ist Ausland, Auslandskontakte, aber bedeutet auch innere Reise und Studium, die Suche nach Gott, Suche nach Sinn des Lebens. Diese Tür öffnet sich mit Skorpion, sehr, sehr geheimnisvoll natürlich. Dann sind wir bei höchster Punkt des Horoskopes, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Hier liegt auch die Berufung und diesem Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Das ist hier wichtig, dass du Ziele hast, was deine Berufung betrifft, aber kann auch die Richtung Ausland sein. Die 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte. Diese Tür öffnet sich mit Steinbock. Das heißt, in jungen Jahren eher Enttäuschungen, was die Freundeskreis betrifft. Im 2. Lebenshälfte wird dann besser. Die 12. Lebensbereich liegen die karmischen Themen, die Geheimnisse, auch die Ursache von Krankheiten. Und hier in diesem Lebensbereich sind auch unsere geheimen Feinde. Und diese Tür öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Also das ist mal die Energiefelder und auch welchen Tierkreiszeichen öffnet sich die Lebensbereiche. Welchen Lebensbereich ist für dich ausgeprägt? Das zeigt Sonne, Mond und die Planeten. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und die Mondhaus, das haben die indischen Astrologen, diese Mondhäuser. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt und das dieser Stern ist der Stern der Könige und Herrscher. Und deine Sonne, dein Wesen wird von Regulus bestrahlt. Du brauchst diese königliche Haltung, dieses Bewusstsein. Und das im Alltag, aber auch in beruflichen Situationen. Also du magst es nicht, untergeordnet zu sein. Ein König unterordnet sich nicht. Und damit hast du Themen im Arbeit, weil jemand dir etwas befehlt. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist die Mondenergie.
Mond fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen Fischen, das ist Wasserelement. Das hat mit Gefühlen, mit unseren Träumen auch etwas zu tun. Aber diese Mondenergie hier gerade im Bereich Aszendent könnte bedeuten, dass du manchmal launisch bist. So wie die Mond ändert sich die Mondphase, so ändert sich immer wieder die Stimmung und so bist du auch wahrgenommen. Mars befindet sich auch hier in Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich diese Mars-Energie aktiviert die Mond und Mond hat mit Gefühlen etwas zu tun und wenn hier dieser Mars-Impuls kommt, dann ist es schwierig, die Gefühle in Zaun zu halten. Das kann dazu führen, dass du mal Wut hast und das zeigst du auch. Und mit Tierkreiszeichen Fischen, was sehr geschmeidig und sehr liebevoll und gefühlsvoll ist, dann bekommst du Schuldgefühl. Und das sollst du entweder lernen, die Gefühle besser kontrollieren, oder wenn du aus Wut heraus etwas sagst, und zeigst deinen Gefühlen, weil du mit dieser Mars-Energie das nicht im Zaun halten kannst, dann steh dazu, dann ist halt eben so und jeder muss dich so nehmen, wie du bist. Du brauchst deswegen nicht Schuldgefühl haben. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und hier öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Also das ist die Merkur-Energie, die Handlungen, die Gespräche. Du brauchst einen Partner, wo intelligent ist, wo du unterhalten kannst, wo du was unternehmen kannst. Und so kommt das alles in Ordnung. Also einen klugen Mann brauchst du. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und zeigt deine Größe. Und Jupiter befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Rohini. Und ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Rohini ist schön, unschuldig, jung und die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht diesen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt dann, gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen, aber die große Liebe war Rohini, natürlich, und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und Jupiter zeigt als deinen inneren Sonne deinen Wert, deine Größe und du bist dieser Rohini, dieser unschuldiges, junges, wunderschönes Mädchen, also sei mit deinen Werten, auch mit deiner weiblichen Energie bewusst. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich liebst du die schöne Wohnung oder Haus. Das muss hell sein, das muss groß sein, luftig sein und mit dieser Venus-Energie, das muss auch schön und gepflegt sein. Das ist für dich wichtig. Wenn das nicht so ist, dann fühlst du dich zu Hause unruhig, fühlst du dich unwohl. Natürlich ist das auch deine Begabung, kann auch deine Berufung sein, Innenarchitektur, Häuser, Wohnungen schön gestalten. Und da hast du die Zwillingsenergie, die Handlungen, Geschäfte zu machen und hier hast du deine Kreativität. Saturn ist rückläufig
Und diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt den Weg zu deiner Berufung. Hier hast du die Lernaufgabe, deine Berufung zum Leben. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, das sind auch karmische Themen, deinen Weg zu bestimmen. Dieser Saturn im Schütze befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Mula und zeigt in die Zentrum von unserer Galaxie der Milchstraße und hier sind unsere Wünsche. Und das ist die Richtung. Und Saturn zeigt, geh in diese Richtung, lebe deine Berufung, lass dich nicht ablenken, sondern setz du als Ziel, dann hast du Orientierung. Uranus befindet sich auch hier, genau hier, wo Saturn, im selben Mondhaus. Und Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Kontakte, außergewöhnlichen Lebensweg in Richtung deiner Berufung. Die Kontakte können von Ausland kommen oder kann mit Reisen auch etwas zu tun haben. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, auch rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Aber Neptun ist nicht im Mondhaus Mula, so wie Saturn und Uranus, sondern Neptun befindet sich in einem anderen Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Purvashada und hier heißt es unerfüllten Wünschen und das führt zum Krankheiten, zum Ursache, zum Krankheiten, Unzufriedenheit. Und das sind alten karmischen Themen, zeigt diese Rückläufigkeit. Das heißt, lebe deine Wünsche, setz das als Ziel. Hier hast du die Lernaufgabe und das sind deine Veränderungen und Umbrüche. Wenn das nicht der Fall ist, dann fühlst du dich unzufrieden, weil das sind die unerfüllten Wünsche. Die Richtung ist deine Berufung, Leben. Pluto gibt dir die innere Kraft und befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist die Transformation. Und dieser Mondhaus heißt Swati und das bedeutet übersetzt Swa, dein Selbst, und Ati, deine Seele. Und wird dieser Mondhaus bestrahlt von einem Stammbild und das heißt der Kreuz des Südens und zeigt die Richtung, zeigt die Orientierung, weil hier in diesem Stammbild befindet sich die Südpol und Südpol dient zum Orientierung und das ist deine Transformation, das ist dieser transformierende Prozess, die Richtung zu bestimmen, du brauchst diese Orientierung und Swa, deine Selbst und Ati, deine Seele, zeigt diese Richtung, hör auf deine Intuition, hör auf deine inneren Stimme und so kannst du dein Leben im Griff bekommen oder die Richtung bestimmen. Du siehst, welche Lebensbereiche für dich eine große Rolle spielen. Erstmal dein Selbst in Ausdruck zu bringen, dann die Kontakte mit Verwandten, Geschwistern und auch mit Bekannten, kleinere Veränderungen, Schulungen. Dann ist für dich wichtig, eine schöne Zuhause zu haben. Dann ist wichtig, Erfolg im Beruf, aber sehr königlich, also nicht unterordnen, auf keinen Fall. Dann hier öffnet sich Merkur und handelt auch natürlich, ist Merkur sehr aktiv, öffnet sich den Tor zum Partnerschaft, ist für dich auch wichtig.
Der Mann muss jünger ausschauen, beweglich sein, sportlich sein, auch intelligent, klug. Hier hast du diese Wandlung mit diesem Pluto-Energie, findest deine inneren Kraft. Und wo auch eine karmische Lernaufgabe ist, karmisch etwas ausgleichen, verbessern, deine Berufung zum Leben. Welche Verbindungen hast du? Mars steht direkt in dein Aszendent und natürlich die Fische ist liebevoll, verträumt, aber die Mars gibt dir diese Kraft, also das zeigt, dass du Kraft hast, bist beweglich, kannst du dich sehr gut durchsetzen, manchmal bist launisch, aber die Mars-Energie zeigt auch, dass du sportlich bist oder liebst Reisen. Sonne steht in Spannung zum Jupiter und das zeigt beide dein Selbst. Jupiter und Sonne steht in einer Spannung. Und das sind Vaterthemen. Bei Sonnenenergie geht es um Vaterthemen, aber auch um dein Selbst. Du bist mit deinen Größen nicht bewusst und hier ist die Lernaufgabe, mit deinen Größen bewusst zu sein und das im Ausdruck bringen. Diese Spannung entsteht von den Elementen her. Dieser Feuerelement und dieser Erdeelement vertragen sie sich nicht. Für dieses Erdeelement ist es zu viel Hitze, trocknet die Erde aus. Für dieses Feuerelement ist zu viel Erde, das löscht die Feuer aus. Dann fühlst du dich wie ausgebrannt, wenn diese Wertschätzung von anderen nicht bekommst, vor allem im Arbeitsplatz und von Verwandten. Und wo findest du die Ausgleich? Im goldenen Mitte. Und die goldene Mitte liegt hier bei Zwillinge und bei Krebs, in diesem Bereich. Dein eigenes Zuhause schön gestalten, deine Kreativität leben. Und deine schöpferische Kraft, dann kommst du in Harmonie, kommst zum Ausgleich. Saturn steht zum Merkur in Spannung. Saturn hier oben in Tierkreiszeichen Schütze. Merkur hier bei Jungfrau, das ist auch eine gewisse Spannung. Spannung im Arbeit, auch die Partnerschaft. Und wie findest du die inneren Gleichgewicht? Das ist im goldenen Mitte. Die Skorpion-Energie, die Transformation und die Waage-Energie im inneren Gleichgewicht. Und so kommt das alles in Harmonie. Liebe Miriada, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.